Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 Miners. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben. Ja, wir sind hier schon wieder in der Mine am Hasseln und haben schon wieder den ersten LKW beladen. Der liebe Axel ist dabei. Servus. Und der Todd. Hallo. So. Wie sieht's aus? Ja, müssen wir mal reingucken. 97%. Ich mache einen Abflug. Ich fahre mal die erste Fuhre Stone wieder hoch in die Mine. Das war nämlich leer gelaufen, unsere Produktion. Und meine lieben Freunde, ihr seht es vielleicht auch am Kontostand, wir haben eine Investition getätigt, denn wir, sage ich mal, ihr seht es ja selber. Wir haben eine Menge Material zu bewegen, welches uns, welches wir in der Produktion brauchen. Und das Problem ist halt aktuell noch, dass wir nicht allzu viel Fassungsvermögen haben in unseren Fahrzeugen. Das heißt, die zwei LKWs, die wir haben, sind gut, sind alt, haben uns nicht viel Geld gekostet, aber haben natürlich auch im Gegenzug nicht ganz so viel Ladevolumen und ihr seht selber, sind natürlich auch nicht so groß oder hochmotorisch. Was wir aber noch haben, ist hier dieser wunderschöne Mercedes und der hat natürlich ein bisschen Power und deswegen haben wir uns gedacht, gönnen wir uns für den doch einen passenden Anhänger. Den müssen wir auf jeden Fall heute noch beim Händler abholen, der ist nämlich geliefert worden. Und was wir noch machen müssen, wir haben einen Auftrag. Einen Auftrag, wo wir angefragt wurden, ob wir das tun und machen können. Denn am Hafen wurde eine Fähre geliefert. Und diese Fähre soll quasi hier ihren Transport aufnehmen. Die können wir ja unter anderem dann auch mitnutzen, logischerweise. Ja, und diese Fähre muss transportiert werden per Tieflader. Und zwar muss die transportiert werden. Wo wird die eigentlich zu Wasser gelassen? Genau, hier oben. Bei dem Bootsilo. Und diese Fähre dient dazu, quasi den Pendelbetrieb auf diesem Fluss hier zu machen. Ne, die kann verschiedene Stationen anfahren. Die kann bis runter, was haben wir an der 5? Die kann bis runter zum Riversend fahren. Kann hier den gesamten Fluss nach oben fahren. Kann die Mine von dem Parker quasi auch anfahren. Und kann hier über Sägewerk eben bis wieder zum Bootsilo zurück. So, da geht es jetzt quasi drum, diese Fähre zu transportieren und ich würde sagen, da machen wir uns jetzt direkt mal auf den Weg, denn das Ganze muss ja auch irgendwo abgesichert werden. Es ist ein sehr, sehr großes Boot oder ich sag mal verhältnismäßig großes Boot im Vergleich zur Straße, ne, oder auf der Straße. Ja, ist nicht so ein kleines Sportboot mit 15 PS. Axel, wie du in deiner Freizeit fährst. Doch etwas größer quasi. Ist ein bisschen größer, ja, auf jeden Fall. Wo haben wir denn unsere wunderschönen Chips? Die stehen unten an der Villa wieder. Finger. Gut, alles klar. Dann nehme ich mir gleich mal den. Das wir aber auch immer. Weißt du, was wir immer bräuchten? Ja, aber guck mal hier. Guck mal, hier ist wo? Ja, hier in der Werkstatt haben wir noch ein Auto stehen. Ach, vom Todd, oder? Ja. Ja, der kannst du ja mitnehmen. Ja, müssen wir fragen. Wo, ja, wo ist denn der überhaupt, der alte Stromer? Hey, Totti, die Holiday? Da hinten kommt er, guck mal. Ja, da kommt er schon angeschwebt, ja. Da kommt er angeblasen. Gut, alles klar, dann sammeln wir den gleich noch ein, weil wir müssen auf jeden Fall zu dritt sein. Das Boot braucht oder bedarf einer Voraus- und einer Hinterherabsicherung. Todd? Ja. Ja. Yo, stell erst mal ein, wir müssen los. Du musst uns mal mitnehmen, bitte. In dein Fahrzeug. So. Weißt du, was geil wäre, Axel? Wenn wir so ein paar Mopeds hätten zum Rumheizen hier, ein bisschen runter an die Finger fahren. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Weißt du, hier so ein Moped? Vielleicht finden wir da auch schon mal welche. So ein Moped und drauf, ja, müssen wir importieren. Gibt's ja hier nicht, kannst du vergessen. Weißt du, früher bei mir, weißt du, was wir gefahren sind? Oh, warte mal. Aber hinten drauf ist schöner. Geht nicht. Oh. Kannst du losgehen? Ja, kann losgehen. Ich sitz. Weißt du, was wir früher gefahren sind? S50? Aber hallo, Alter. Das kannst du aber wissen. Die gute Simone. Ha! Eine gute Simson, ey. Kennen die wenigsten. Naja. So. Gut, dann fahr uns mal zum Hafen bitte runter.
So, angekommen, Freunde. Sehr schön. Alter Schwede, hier in dem Hafen war ich aber auch noch nicht, oder? Ja, ich auch noch nicht. Muss man erstmal die Mütze wieder richten. Muss man aber, ich glaube, guck mal, ich glaube, da hinten stehen die guten Geräte. Oha. Ah, ja. Das sieht gut aus. Ich glaube, das ist das Objekt der Begierde. Jeden Alter Vater. Wow. Was? Jeden Fall groß, ne? Ja, na, das Boot. Wir müssen uns genau überlegen, wo wir langfahren. Mit dem Boot. Ob wir... Wie fahren wir am dümmsten? Ich glaube, wenn wir aus dem Hafen rauskommen, links rum, oder? Wäre die beste. Also wir werden auf jeden Fall nicht umhin kommen, Schotterpiste zu fahren. Ja, das auf jeden Fall mit... Lass normalerweise uns... Ja? Wüssten wir, am besten lässt sich's fahren. Beim Hafen raus. Dann links rum. Ja. Die Hauptstraße immer lang, immer weiter. Ja, nee, ja. Pass mal auf. Nee, pass auf. Wir fahren hier beim Hafen raus, dann rechts, die Hauptstraße immer lang. Ja. Dann musst du halt ordentlich durch die Stadt manövrieren und dann beim Shop gleich den Feldweg rein. Ja, und dann den hoch, ja. Das wird der vernünftigste Weg sein, auf jeden Fall. Na gut, ich würde sagen, pack was an, oder? Ja. Gibt ein paar Euros auf jeden Fall. Und ich habe keine Ahnung, warum die uns angefragt haben, aber die denken wahrscheinlich, wer mit großen Maschinen sich auskennt, der kann automatisch hier... Aber es ist halt ein Unterschied, ob in der Mine oder, ja, nicht in der Mine. Gut, egal. Ja, mal mit Boot. Auf der Straße, Alter Vater, ey, das kann was werden jetzt. Na gut, ich bin auf jeden Fall gespannt. Auf geht's. Oh, hast du Rundumleuchte an? Ich hab jetzt hier Rundumleuchte an, ja. Jawohl. Ja, passt. So, dann auch schön den Verkehr ein bisschen blocken und aufhalten, ne? Ah. So. Perfekt. Wer fährt denn vorne weg? Der Touch fährt vorne weg. Ja. Okay. Lass mal Funkcheck machen. Check Mic 1, 2. Sehr schön. So. Also hier rechts rum. Perfekt. Ah, so ein alter Drack ist aber schon was Feines, oder? Ah, da hat schon was. Da haben sie was Schönes hergestellt, ja, ne? Also, ho. So. Du schreist hinten, wenn es knapp wird, ne? Ja, ich sehe, wie der Anhänger gerade ein bisschen die Fahrbahn glättet. Aber ansonsten passt. Ja, ist ja gut. Gut, auf geht's, ab geht's. Alter Schwede, ey. Ja, das hat auf jeden Fall was mit so einem großen Boot hier. Aber wir passen noch auf eine Spur, oder? Das ist das Gute in Amerika, da gibt es die breiten Straßen. Ja, das sieht sehr gut aus. Mensch, die drüben können flüssig vorbeifahren. Boah. Ja. Gut aus. Nur hier vorne ist ein bisschen langsam. Was hast du für eine Geschwindigkeit? 30. 30? Ja. Okay. Kann auch ein bisschen schneller machen. Ja, jetzt hier, wo gerade ist, können wir ruhig ein bisschen schneller machen. Das ist nicht das Problem. Alter Vater, ey. Weil das mir mal ein Boot transportieren. Ha. Dass wir überhaupt mal einen Schwertransport machen, wundert mich. Ja. Aber da bist du für alles später mal gewaffnet, ne? Also, ja, also gewaffnet, ja. Ne, du weißt, was ich meine. Bewaffnet. Ja. Gewaffelt. So ausgerüstet und so. Aufgewaffelt. Waffen. Ja. Naja, du kannst dann halt alles, ne? Ja. Kann ich ja sowieso. Deswegen wäre ich ständig gefragt nach irgendwelchen Sachen. Das ist ja das Ding an der Sache. Aber ich dachte, wir waren gefragt. Oh. Rechts rum? Achso, links ist die Baustelle, hast recht, ja. Ja. So, S-Kurve. Ich meine, der Vorteil ist, der Anhänger hat 6 Achsen, die alle mitlenken. Das ist natürlich eine feine Sache. In dem Sinne. Und von daher sollte der eigentlich relativ flüssig hier rumlaufen. Ja,
Ja, sieht gut aus. Ja. Weil ich sag mal, umso mehr ich natürlich mit der Zugmaschine einlenke, umso mehr lenken hinten die Anhängerachsen ein und umso, sag ich mal, steiler geht er, also umso spitzer ist auch der Winkel, den man fahren kann mit dem Anhänger. Man muss halt nur ordentlich einlenken in dem Sinne, dass hinten der Anhänger auch richtig nachzieht. Aber ich halte lieber meine Klappe, ich bin nämlich nicht der Schwertransportprofi. So. Naja, solange wir das nächste Mal kein Airbus A380 hier durch die Stadt transportieren müssen zum nächsten Flughafen, ist ja alles gut. Ja, das ist ja alles easy. Obwohl, das wird ein bisschen eng werden. Ne? Also da wüsste ich nicht, wie man es anstellt. Ohne Flüge, logischerweise. Ja, selbst dann wird es eng. Echt? Ja. Anhänger gut rumkommen, ja. Ja, es passt. Also ich schreie, wenn was nicht passt. Wackelt was am Boot? Nee. Nee, also noch nicht. Wir sind ja noch auf befestigter Straße. Perfekt. So, hier wieder links. Okay. Ist da frei? Ja. Perfekt. Ja, alles frei. Ah, wunderbar. Der läuft ganz gut rum, denke ich. Das passt. Sitzt gut. So, na dann. Rein in die Olga. Gib ihm. Ich denke, 50 ist eine gute Zahl. So. Bin ja mal gespannt. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir das Boot da reinbringen sollen ins Wasser oder wie da überhaupt die Gegebenheiten sind. Habe ich mir alles noch nicht angeschaut. Aber es werden wir natürlich gleich vor Ort sehen und schauen, was da für Probleme auf uns warten. Oder ob das alles reibungslos klappt. Das wäre natürlich sehr, sehr schön, weil ja, wenn wir Schaden an dem Boot machen, wäre das schlecht. Und an der Zugmaschine bzw. an dem Schwertransport bzw. Auflieger hier natürlich auch. Das ist, glaube ich, alles sehr, sehr teure Technik. Und das wäre nicht gut fürs Firmenkonto. Achtung, auf jeden Fall. Da vorne kommt der Zug. Der Zug oh, kommt. Da muss ich mal kurz ein bisschen meine Bremsen nutzen hier. Aber entspannt. Ja, aber wie die Schranke unten ist, rollt der Zug auch durch, ne? Ja. Knappes Ding, du hier. So, wie steht man? Ah, sieht da alles noch rosig aus, oder? Ah, ist nichts verrutscht bis jetzt. Sehr schön. Passt super. Passt super. Oh, muss dann bloß aufpassen bei der nächsten Rechtskurve. Ich glaube, da wird's holprig. Was ist mit den Bahnen? Ja. Ja, Rechtskurve wird ein bisschen holprig, denke ich mal. Hier müssen wir rein jetzt? Ja. Jawohl. Okay. So, ich denke, der ist ganz gut mitgekommen, oder? Ja, ja, hat gut eingefedert. So. Ja, jetzt haben wir schon mal einen Vorteil, hier haben wir keinen Verkehr mehr. Stimmt, aber hier kommt dann der Schlaglöcher. Ja, aber gut, ist ja Profi am Steuer. Aber hallo Junge. So, aber der LKW macht das echt gut, muss ich wirklich sagen. Also eine tolle Zugmaschine. Kann man nichts sagen. Ha. Okay. Der Auflieger hat jetzt. Oh, Alter, das war knapp. Da hätte nicht viel höher sein dürfen für den Auflieger. So, perfekt. Wie weit haben wir sie noch? Ich denke mal so noch ein 1 bis 1,5 Kilometer. Dagegen. Aber ich sehe schon Wasser, das ist ein gutes Zeichen. Oder hier rechts ist ja der Fluss, oder täusche ich mich gerade? Hier ist es der. Ja, ist der Fluss. Ja, da spaltet sich dann hinten auch nochmal. Ah ja. Aber bis jetzt läuft der Transport echt gut, ey. Ich bin sehr überrascht, muss ich wirklich sagen. Was ist denn hier rechts für eine Mine? Ach, das ist noch vom Schnabel, oder? Ja, na klar. Ja, ich sehe es gerade. Ja, perfekt. Oh. Oh oh. Mit? Ja? Kommen wir durch die Brücke? Ich glaube nicht. Das sind wir dezent zu hoch. Hat keiner bedacht, dass hier eine Brücke ist? Nicht wirklich. Das kann ich nicht fassen. Sagen wir so, denn der LKW würde durchbekommen. Aber ist alles nicht so wild. Ich würde sagen, du wendest jetzt einfach mal ganz gediegen mit dem Tieflader.
Ja. Und dann fahren wir nämlich nochmal die Strecke zurück und dann nehmen wir vorne den einen, also den ersten Abzweig. Okay. Ich versuche mal hier rechts ja, rückwärts reinzuschieben. Oh, warte, ich gucke mal hier. Ja, mach langsam. Die geht's runter, das sagt mir. Am besten fahr ganz runter und dann fährst du die Schräge hier ganz schräg, so schön versetzt nach oben. Naja. Jeder öff sitzt. So, na hier durch die zwei Büsche, das macht nix. Das muss er abkönnen. Paar Kratzer. Ja. Aufpassen, dass sie nicht zu schräg kommen, ansonsten gibt's Ärger mit der Ladung. Aber sieht gut aus, oder? Ja, perfekt. Gut, dann Jada zurück und nehmen wir die nächste. Also es führen ja viele Wege nach oben, ne? Ah, das mit der Brücke, ey, da, puh. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber gut. Da werden wir nicht durchkommen, auf gar keinen Fall. Das hätte definitiv Schaden gegeben. Und ich denke, so eine Brücke ist auch relativ teuer. Oh ja, das glaube ich auch. So, einmal hier rum. Okay, jetzt sind wir wieder bei der Mühle. Ja, genau. Denk dran, hier kommt wieder die leichte Kuppe her. Über Kuppe? Ja, mit der Bahnschiene hier. Musst du aufpassen, dass kein Zug kommt. Ja, kannst du gucken bitte? Ich dachte, dafür ist das Vorausfahrzeug da. Ja, ist alles frei. Du kannst kommen. Ganz kommen, wunderbar. Ja. So, hier vorne jetzt rechts rum. Ah ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Sehr schön. Ein Boot nähert sich von hinten. Ja, sehr schön im Rückspiegel, wird immer größer, aber denkt mal, hier vorne kommt eine Rechtskurve. Scharf? Ja. Gut. 90 Grad. Das ist scharf. Ah, macht ein gutes Bild, sieht gut aus. Ah, gut, die Ernte ein bisschen versaut, aber ansonsten. Naja, komm, ey, wegen drei Rüben, da brauchen sie sich jetzt hier nicht aufregen. Das Boot heil unten ankommen soll. Ah, ist schürrisch. Aber die Brücke jetzt schon umfahren? Die Brücke haben wir jetzt umfahren, genau. So, pass auf jetzt. Hier wird es ein bisschen knifflig. Wir nehmen nicht die erste links, sondern die zweite so ein bisschen links-rechts hier. Einfach mir in der Hafer. Ja. So, genau. Gehen auf die Bäume, acht geben. Die steht ein bisschen weit raus hier. Ja. Okay, müssten wir fast da sein, oder? Ja, ich kann es schön. Ach ja, ich sehe es schön, die Einfahrt. Tu, so ein Boottransport macht man nicht alle Tage. Ich glaube, also das ist eine Sache, da kann man, glaube ich, relativ schlecht Routine entwickeln. Ja, weil das ist dann doch eher was Seltenes. Ach, hier ist die Einfahrt schon? Oh ja. Ja, hier, also du musst jetzt hier die Einfahrt, hier musst du jetzt reinschieben. Warte, ich stelle mich mal hier an der Seite. Ja. So. Ich würde mal ganz kurz hier anhalten und würde mal ganz kurz ablaufen. Ja, wir müssen erstmal gucken hier, wo es. Also hier kann ich auf keinen Fall runterfahren. Oder? Hier muss das Boot rein, okay. Also du müsstest hier versuchen. Scheiße. Der zerkratzt mal den gesamten Tieflader unten, das kann ich dir jetzt schon versprechen. Das ja, der sitzt so tief, denkst du, da guckt jemand drunter. Also es wird ja, auf jeden Fall muss ich hier rückwärts rein und der wird leiden. Naja gut, aber wäre mal was anderes. Hätte mal was ordentliches gelernt, ne? Und ich ja, so ist es. Tieflader. So. Ist es. Ah, oh, wollen wir das Handy rausnehmen hier fürs Familienalbum? Oh, herrlich. Oh, ein Traum. Mensch, ich lasse meinen Kindern erzählen, die glauben mir das gar nicht. Nee, das glaube ich gerade selber nicht, was wir hier versuchen. Aber sieht gut aus. Ja, bitte, ja. Bitte links rüber drücken. Ja, chill, Mann! Das kann ich ja gar nicht leiden, so ein Einweiser, die mir erzählt, wo ich hinlenken soll. Ja, so ist gut. Nicht so weit links, mehr gerade. So. So, gerade. Jawohl, so ist schön. Jetzt ein bisschen links rüber, nicht so schnell.
Obwohl, ich geh mal hier hinten weg, das ist ein bisschen komisch, wenn da ja, rutscht. Bitte nicht dahinter stehen, ja? So. So, ihr müsst mir bitte sagen, was abgeht. Ja, jetzt, also du stehst schön mit zwei Achsen drüber. Ja. Immer schieb weiter. Immer weiter, ja, das sieht gut aus. Einfach gerade runter. Einfach gerade runter, okay, ja. Jetzt gibt's Kratzer. Stehst du auf der Bremse? Ja. Ich bin nicht mehr mit allen Rädern auf dem Boden. Was heißt das? Zwei sind in der Luft, aber geht schon. Ich geb mal noch mal leicht. Ja, noch ein bisschen. Alter. Also du bist auf jeden Fall noch ein Stück. Ja, ist mir schon klar. Da geht die Post ab. Jetzt zieht die Zugmaschine vorne weg. Moment. Oh ja. Boah, der hat aber auch einen Bums, ey. Leck mich am Arsch. Ja, das ist alles, das muss halt dann auch mal, ne? Da muss man halt dann auch mal die Arschbacken zusammengreifen. Lecco mio muchacho. So, sag mal, wie weit ich kann. Die eine Achse, die ist auf jeden Fall gerade unter ein bisschen belastet. Weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. So, der schwere Teil ist. Warte. Ja, mit Warte wird's nichts gerade. Warte, stehen. Warte, bleib stehen. Mach mal der Ratschen öff, ich bin schon hochgekrabbelt. Mach mal öff, ja, der Ratschen. So. Ah. Dann lass rein das Ding. Jetzt müsste es gehen. Und Abflug. Jawohl, super. Ja, läuft, ne? Ich wusste gar nicht, dass du Fähre fahren kannst. Ja, ja, ist wusstest du bis eben auch nicht, ne? So, dann pack mal ein das gute Stück hier. Aber da, uha. Wunderbar. Das ist natürlich super toll. Das heißt, wir können ab sofort auch die Fähre benutzen, um von A nach B zu transportieren. Das Schöne ist, wir können hier abladen. Ne, warte mal, wie war das gewesen? Ja, ich muss mir die Technik hier, glaube ich, nochmal erklären lassen. Aber die irgendwie Technik so war es. Ist ganz. Warte. Ja. Ah, so. Oh, ich bin hier gerade auf dem Dach oben. Oh. Oh. Mensch. So, warte mal, hier ist ja auch ein Beladerohr. Das müsste sogar von der Fähre sein, oder? Ja, na, das hier unten, das Beladerohr, ist dann von der Fähre. Es ist ja auch. Ja. Also, man muss ja hier drüben reinkippen, hier drüben abkippen. Ja. Das ist da, und dann wird das ja hier rüber gefördert und hier oben kommt das dann raus. Perfekt. Oh. So wird's werden, super. Aber haben wir gut gemacht, glaube ich, die Mission. Und ganz kurz, lass uns das gute Stück noch zurückbringen. Und lass uns noch fix zum Händler fahren, das zeige ich euch noch. So, meine Lieben, da sind wir angekommen beim Händler und da haben wir unser gutes neues Stück. Den werden wir hoch zur Mine fahren, dann können wir die LKWs auch wieder abgeben und dann schauen wir mal, wie unser Mercedes damit zurechtkommt. Ja, ein wunderschöner Muldenkipper, drei Achser mit schöner dicker Mulde hinten drauf,
und wir haben ein Fassungsvermögen von 31.000 Litern. Ich denke, das wird uns in der Mine auf jeden Fall gut weiterbringen und gut helfen. Ist schon mal was anderes. Ist schon mal auf jeden Fall was anderes. Und wir kommen langsam voran. Und das ist ja auch das Ziel. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst das Däumchen da. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Ihr wisst ja, das Projekt macht ein bisschen mehr Arbeit wie die anderen. Deswegen, ja, gerne eure ehrliche Meinung in die Kommentare. Und wie gesagt, das Däumchen, wenn es euch gefallen hat. Wir sind erstmal fertig. Bis dahin. Achso, etwas habe ich noch vergessen, Mensch. Schaut gerne beim Excel vorbei. Der ist unten verlinkt in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch auch das ein oder andere LS-Video angucken. Bis dahin, wir sind erstmal raus. Tschüss. Ciao. Tschüss.